Okay Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, wie ihr ein Backmesh wie dieses hier, ich kann euch auch mal zeigen, woran ihr das erkennt. Erstens mal, weil ja drunter noch vieles Erze, weil dort drunter hier das Holz und sowas ist. Und weil an der Seite immer Schilder sind, Leute. Und heute zeige ich euch, wie ihr das alles entfernen könnt. Natürlich gehört dieses Plot nicht mir, sondern mein Main-Account, der gehackt wurde. Und dazu erzähle ich jetzt nochmal was ganz kurz. Ich habe mir einen neuen Account gekauft. Der heißt Black70Crazy2. Der hat Spielerrang, Leute, und ich spiele damit auf City Build 3 Moment. Und wenn ihr mich mal seht und mir irgendwie helfen wollt oder einfach mal mit mir reden wollt, schreibt mich einfach in-game an. Ich heiße Black70Crazy2. Ist mein neuer Main-Account, weil der alte halt gehackt wurde. Und ja, heute soll es mal darum gehen, dass man erkennt, woran ist es jetzt ein Bugmerge? Erstens mal, Leute, wie ihr ein Bugmerge zu einem ganz normalen Vierer-Merge macht. Erstens mal, wenn ihr ein Bugmerge habt, sind an dem Rand hier noch überall Schilder. Das Problem kann man ganz leicht lösen mit Slash Rand, warte. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Also hier sind natürlich jetzt nicht diese Schilder, aber ich zeige euch mal, was ich meine. Ihr müsst erst keinen Rand und dann macht ihr zum Beispiel den Rand wieder. Wartet. Und dann fallen solche Schilder hier ab, wenn ihr einen Bugmerge habt, die da nicht hingehören. So, das nächste ist, wenn ihr einen Bugmerge habt, Leute, dann wartet, wir gehen mal eben schnell zu dem Bugmerge. So, dann sind hier drunter meist noch, darunter ist normalerweise kein Redstone. Hier sind denn diese Holzpaneele und das zieht sich dann über das ganze Plot und so. Ihr baut einfach nur die obere Hälfte ab, bedeckt die mit Gras und wenn jemand das Plot kaufen will, müsst ihr ihm ja nicht sagen, dass es darunter ist, ja? So, das war's jetzt eigentlich schon von diesem kleinen Tutorial, wie ihr einen Bugmerge zu einem ganz normalen Merge macht. Lasst gerne ein Like dafür dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.